Ja, ich grüße euch, ihr Pilzverrückten. Lang ist es her, dass es ein Video von mir gab. Und heute bin ich mal wieder mit dem Daniel unterwegs. Hi Leute. Und wir suchen was ganz Besonderes. Richtig, ich habe gestern einen krassen Fund gemacht, habe direkt dem Tom Bescheid gesagt. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Also seid gespannt, es kommen krasse Pilze auf euch zu. Wir starten die Tour heute gleich mal mit einem Erstfund für mich. Den Pilz wollte ich schon richtig lange mal finden und heute hat es endlich geklappt. Das sind hier so richtig schön braunhütige Pilze. Auch der Stiel ist relativ dunkelbräunlich. Ich dachte erst beim Rausmachen an Maronröhrling, aber wenn wir uns die Röhren hier anschauen, die sind recht weißlich. Und wir haben hier den Hasenröhrling. Das ist ein richtig seltener Pilz. Den findet man zwar immer mal wieder hier an so Wegen, wo es auch leicht grasig ist. Habe ich mir auch von meinem Vater mal erklären lassen, der hat den schon öfters gefunden. Ich bis jetzt noch nie, aber das haben wir dann jetzt auch dieses Jahr mal abgehakt, den Hasenröhrling zu finden. Richtig, richtig toll und ich muss sagen, ein wunderschöner Pilz. Weiter geht's mit den tollen Funden und ja, der Daniel sagt mal, was wir hier Tolles gefunden haben. Es ist unglaublich. Also ich habe, Tom, ich habe dir gestern ein Bild geschickt. Ich habe gedacht, oh, ich habe so einen kleinen Steinpilz gefunden. Und Tom mir geantwortet, ich tausche ihn gegen 100 Sommersteinpilze. Dachte ich dann, okay, alles klar, dann muss es ein Bronzeröhrling sein. War nicht so typisch, richtig dunkel der Hut. Aber Tom, du hast gesagt, es sind welche. Und ja, es lassen sich auf einmal hier richtig viele finden. Fangen wir mal hier mit einem recht untypischen Bronzeröhrling an. Der sieht schon fast aus wie ein Sommersteinpilz, aber wir sehen hier am Rand die typischen schwarz-braunen Verfärbungen. Und jetzt gehen wir mal ein kleines Stückchen weiter. Hier steht der nächste und der sieht schon ein ganzes Eck typischer aus. Auch hier hellbräunlichere Töne, aber die dunklen schwarz-braunen Farbtöne dominieren hier eindeutig. Was jetzt auch noch nicht so ausgeprägt ist, ist die Stielfärbung, die wird noch deutlich dunkler im Alter. Und jetzt schauen wir mal weiter. Hier gibt es die nächsten. Und die sehen doch mal perfekt aus. Wenn wir jetzt so hier dieses Exemplar uns anschauen, ich muss echt sagen, den hätte ich vielleicht auch eher für einen Sommersteinpilz gehalten. Also der Hut ist ja wirklich nicht dunkel. Er hat nur so ein paar dunkle Flecken, kann man sagen. Und der Stiel ist richtig hell eigentlich. Wenn man sich aber genau mit beschäftigt und jetzt, wo man weiß, dass es welche sind, sieht auch der Stiel ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Also es ist verrückt. Ich hoffe, wir finden heute noch mal welche, die so einen richtig dunklen Hut haben. Das wäre mal dann ein schöner Kontrastvergleich, wie das dann so aussieht. Also welche Varietäten der Hut da annehmen kann. So, wir sind eine ganze Weile gelaufen, haben jetzt länger keinen mehr gesehen. Aber jetzt ein super Fund. Und Tom, du hast mir gesagt, der Bronzeröhrling ganz typisch, dass der oft büschelig wächst. Und hier haben wir so ein Exemplar, das ist richtig toll. 7 Stück, die zusammengewachsen sind, mehrere große, dann auch hier so ein kleiner, der wird wahrscheinlich nicht mehr versorgt, aber das sieht doch richtig toll aus und hier geht es gleich weiter. Wieder 3 Stück sogar. Der sieht so richtig bereift aus, ne? Ja, das ist ganz typisch für junge Steinpilze, das kann jeder Steinpilz haben, dass im jungen Zustand die Hüte so bereift erscheinen. Das kann er beim Sommersteinpilz sogar durchaus mal so aussehen, als hätte er diesen weißen Rand, den wir beim Fichtensteinpilz ja so typisch finden. Hier steht dann auch der nächste Bronzeröhrling und die sehen ja heute alle ideal aus. Da denkt man sich natürlich, schön, die könnten wir alle mitnehmen, aber der Bronzeröhrling ist leider geschützt. Also vollständig geschützt, ohne Ausnahmeregelung. Das wäre zum Beispiel beim Fichtensteinpilz anders. Der darf durch diese Ausnahmeregelung in kleinen Mengen gesammelt werden, beim Bronzeröhrling leider nicht, obwohl er mittlerweile an gewissen Standorten auch relativ häufig schon zu finden ist. Aber deswegen muss man den leider zum Aussporn stehen lassen. Weiter geht's mit der nächsten Steinpilzart. Und hier unser gemeiner Steinpilz oder Fichtensteinpilz ist jetzt auch schon im Laubwald am Kommen. Ja, hier waren die Schnecken schon ordentlich am Werk. Und der Daniel hat mir eben ein Bild gezeigt, wie die gestern aussahen. Das blende ich euch jetzt nochmal über. Und das ist wirklich unglaublich, was da für ein Unterschied zwischen ist. Der hier war noch richtig kugelig. Und heute sind die Röhren schon grün. Der Pilz ist schon aufgeschirmt, aber immer noch schön fest. So nehme die Fichtensteinpilze doch am allerliebsten.
noch schön klein. Größer muss es eigentlich gar nicht werden. So sind die perfekt. Meistens gehen auch später die Maden schon rein. Und deswegen ernte ich die lieber in dieser Größe oder auch zum Teil noch kleiner. Was uns heute auch immer wieder begleitet, zwar nicht wirklich viel, aber immer wieder diese kleinen Gruppen hier, das ist der Hasenröhrling. Wirklich wunderschön, also dieser Braunton, der gefällt mir total gut hier von den Stielen und dem Hut. Ja, der hier ist schon wieder umgekippt. Können wir uns das Ganze nochmal anschauen. Ist hier auch ein bisschen aufgerissen, also quasi wie genattert. Und wenn wir den jetzt mal brechen, dann sehen wir, der ist innen drin auch so gekammert. Richtig toll, also über den Fund, da freue ich mich heute sehr. Und hier auch noch ganz kleine. Der nächste richtig tolle Fund. Bis jetzt waren die Bronzeröhrlinge ein bisschen was kleiner. Aber hier haben wir jetzt ein großes Exemplar gefunden oder ein größeres. Liegt hier mitten im Laub, der Kollege. Und das wird uns ja mal die Möglichkeit geben, dass wir Ihnen mal zeigen, was der so für Merkmale hat. Und jetzt können wir mal schön diesen richtig dunklen Stiel sehen. Also es ist schon fast so ein orangebraun. Der schwarze Hut. Wie gesagt, mehr oder weniger schwarz, der kann auch mal richtig ins Hellbraune gehen und dann dem Sommersteinpilz zum Verwechseln ähnlich sehen. Wir können auch hier noch das Bereifte erkennen und in dem Zustand sind die Röhren auch noch recht weiß bzw. rein weiß. Das bleibt beim Bronzeröhrling im Gegensatz zu den anderen Steinpilzen auch relativ lange so. Ja, hier könnt ihr nochmal wunderschöne, typische Bronzeröhrlinge sehen an diesem Rand von der Rückegasse. Und wenn ich das hier jetzt frei mache, das ist auch wieder so ein richtig schön büscheliger Naht. Der ist auch schon wieder hier abgefressen von den Schnecken. Aber hier vorne sehe ich auch noch zwei mehr stehen. Der ist auch schon abgefressen. Der ist noch schön fest. Na, die Schnecken lassen sich hier auf jeden Fall schmecken. Und hier in diesen wärmebegünstigten Eichenwäldern, da lässt sich der Bronzeröhrling mitunter richtig gut finden. Wir sehen aber auch, dass der Schub gerade erst am Anfang ist. Also die Pilze sind noch alle sehr jung, wahrscheinlich gerade erst ein, zwei Tage alt. Und das wird jetzt in den nächsten Tagen hier wahrscheinlich richtig losgehen. Also ich kenne den Bronzeröhrling schon an anderen Stellen einige Jahre lang und da sind hunderte Fruchtkörper keine Seltenheit an solchen Stellen. Hier sehen wir erstmal die drei Steinpilzarten, welche wir heute gefunden haben. Leider hat sich der Kiefernsteinpilz nicht mehr finden lassen. Das wäre natürlich richtig sensationell, denn der Kiefernsteinpilz ist der allerseltenste. Habe ich letztes Jahr schon mal geschafft. Auch mal ein Video drüber gemacht, das könnt ihr euch gerne anschauen. Aber jetzt schauen wir uns die drei Arten, welche wir heute finden konnten, mal an. Und hier kann man schon relativ gut Unterschiede erkennen. Wobei ich dazu sagen muss, die sind auch innerartlich recht variabel. Also Bronzeröhrling und Sommersteinpilz, das haben wir ja eben schon gesehen. Die können sich relativ ähnlich sehen. Und auch der Fichtensteinpilz. Wobei man den noch am einfachsten abgrenzen kann. Hier haben wir nämlich diesen speckigen Hut, der ist nicht feinsamtig wie beim Bronzeröhrling oder Sommersteinpilz. Und wenn wir den anschneiden, sehen wir unter der Huthaut diese rötliche Zone. Die haben wir hier beim Sommersteinpilz nicht, wenn wir das mal anschneiden. Und auch beim Bronzeröhrling sehen wir das Ganze nicht. Die restlichen Merkmale wie Stielfarbe sind recht variabel. Beim Bronzeröhrling und Sommersteinpilz, also wir haben da schon ein bisschen andere Farbtöne, aber das kann sich relativ ähnlich sehen. Der Fichtensteinpilz dagegen meistens etwas heller. Hier gibt es aber auch mal Ausnahmen mit dunkelbraunem Stiel. Zum Netz auf dem Stiel wäre noch zu sagen, dass beim Fichtensteinpilz immer weiß. Beim Sommersteinpilz und Bronzeröhrling ist es an der Stielspitze immer weiß, kann aber auch mal hier im unteren Bereich leicht bräunlich werden. Vor allem beim Bronzeröhrling, da können wir jetzt mal schauen. Ja, wir haben den Wald jetzt nochmal gewechselt, sind in ein etwas buchendominierteres Stück reingegangen und wollen jetzt nochmal nach den Sommersteinpilzen schauen. Ich habe dieses Jahr noch gar keine gefunden. Tom, du hast schon welche gefunden. Bei mir war es jetzt komisch, ich habe erst Fichtensteinpilze gehabt und dann hoffentlich jetzt gleich dann auch mal Sommersteinpilze. Das ist jetzt auch mal verrückt, was wir gefunden haben. Hier hinten noch Laubwald und ich habe mir vom Daniel sagen lassen, auf der anderen Seite sind immer Sommersteinpilze gewachsen. Hier geht es über in den Weißtannwald. Leider wurde hier forstwirtschaftlich sehr stark eingegriffen.
Aber nichtsdestotrotz wachsen die Steinpilze. Und hier im Weißdornwald ein Sommersteinpilz. Also das ist ja mal sehr untypisch, dass die auch im Nadelwald wachsen können, beziehungsweise am Rand. Er wird wahrscheinlich mit einem Laubbaum in Symbiose stehen. Und ihr seht ja auch, der Rand ist noch etwas bereift. Der Hut richtig schön samtig. Unter der Huthaut sehen wir keine rötliche Zonierung, beziehungsweise keine rötliche Zone wie bei den Fichtensteinpilzen. Und der schöne bräunliche Stiel mit dem weißen Netz. Da steht alles voll Sommersteinpilze. Echt? Also hier drüben steht alles voll Sommersteinpilze. Ich hatte dir eben noch gesagt, die haben hier die Stämme draufgelegt. Aber dahinter geht's ab. Boah, bestes Alter. Hey, zum Glück haben wir einen Korb mitgenommen. Guck mal hier das Ding an. Ein Riesengerät. Jetzt schaut euch das mal an, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, Wahnsinn. Ist ja fast wie letztes Jahr. Ich verlinke euch das Video nochmal. Da hatte ich alle Steinpilzarten gefunden, die wir hier bei uns in den Wäldern hatten. Und da gab es auch solche riesen Sommersteinpilze zu sehen. Das ist mal ein Musterexemplar, um euch dieses Netz zu zeigen. Ist hier aber auch richtig stark ausgeprägt. Also so seht ihr das nicht bei allen Steinpilzen. Ja, sieht schon fast aus, wie als würde man das unter der Lupe betrachten. Da kann man das viel besser sehen. Aber hier, das ist ja wirklich mal extrem. Wir wollten gerade schon fahren und da findet der Daniel die nächste Röhrlingsart für heute. Das ist die Espenrotkappe und die wächst nur mit der Zitterpappel in Symbiose. Da sehen wir hier das Laub und die ist auch richtig toll. Noch schön klein, hier die orange-rötliche Huthaut, die ist auch immer ein bisschen überhängend. Das sieht dann quasi aus, als hätte man hier diesen orangenen Farbklecks auf den Stiel gepackt. Seht ihr hier schön, also die hängt dann nachher ein bisschen über. Und dann der weiße Stiel ohne diese typischen schwarzen Pünktchen oder rötlichen Pünktchen, wie wir es bei anderen Raufußröhrlingen hätten. Und da hinten, da steht doch die nächste. Tom, mal eine Frage. Ist die Espenrotkappe und die weißstielige Rotkappe, ist es der gleiche Pilz? Ja, das ist beides dasselbe, wissenschaftlich Lercinum Leucopodium mittlerweile. Früher war es Lercinum albus depidatum. Das sind beides Synonyme. Ja, da macht der Daniel sich auch noch ein paar Aufnahmen, wenn es so schöne Pilze gibt. Auf jeden Fall. Der nächste Röhrling für heute kommt auch aus der Gattung der Raufußröhrlinge, also Lecinum. Und diesmal sehen wir auch richtig typisch diese Pünktchen am Stiel, also wie wir es bei den meisten Raufußröhrlingen erkennen können. Und wir haben hier den Hainbuchenröhrling. Hier daneben auch passend eine kleine Hainbuche. Die erkennen wir ganz deutlich an den doppelt gesägten Blättern. Die Altbäume bekommen dann auch diese Nussfrüchtchen, ganz typisch mit dieser dreilappigen Deckschuppe hier. Hängen dann so im traubigen Fruchtstand den Baum herab und unmittelbar unter den Bäumen finden wir dann die Hainbuchenraufhüße. Ganz typisch mit diesen braunen Hüten. Von hellbraun bis dunkelbraun ist ja alles dabei. Ist so uneben. Das können wir bei den größeren hier nochmal schön erkennen. Im Gegensatz zu den Birkenpilzen, das können wir jetzt hier an den Madenfraßgängen erkennen, verfärbt sich der Hainbuchenröhrling auch schwärzlich, also das ist erst so ein rosa-gräulig und dann wird das später richtig intensiv schwarz. Wenn ihr euch da also nicht sicher seid, ob ihr einen Birkenpilz oder Hainbuchenröhrling vor euch habt, schneidet die an, wartet ein bisschen und dann verfärben sich die Schnittstellen. Hier können wir das auch nochmal ganz deutlich erkennen. Was sich bei den Röhrlingen auch immer lohnt, ist das vollständige Entnehmen. Und das kann man bei dem Pilz hier wieder richtig toll zeigen. Der steckt gut im Laub drin. Und jetzt schaut mal, wie viel vom Stiel hier noch in der Erde war. Das schälen wir jetzt ganz einfach mit dem Messer ab. Also ganz vorsichtig den Dreck oder bürsten das ab. Und dann haben wir noch jede Menge vom Sommersteinpilz. Jetzt sind wir gerade noch mal auf einer Wiese unterwegs. Also so ein parkartiges Gebiet. Wir haben hier immer wieder Linden draufstehen. Und
neben den netzstieligen Hexenröhrling, die ihr alle kennt, also mit dem typischen Netz am Stiel, die roten Röhrenmündungen und der olivbraune Hut, da haben wir hier noch was ganz Besonderes gefunden. Die großen hat leider schon jemand geerntet. Und wir sehen hier kein Netz am Stiel. Der Rest ist relativ ähnlich, also die roten Röhrenmündungen, die eigentlich gelben Röhren. Und hier haben wir einen richtig roten Hut und das ist in dem Fall der glattstielige Hexenröhrling. Hier auf der Wiese wächst auch noch die braunhütige Varietät, ist jetzt leider schon geerntet worden, aber da kann ich euch noch ein Bild überblenden. Und das ist auch was, was man nur richtig selten findet. Ein sehr, sehr schöner Fund. Ja, ich würde mal sagen, eine richtig tolle Pilztour geht zu Ende. Mega! Also das war eine der krassesten Pilztouren für mich. Was wir für eine Vielfalt an Röhrling gefunden haben. Ich glaube, das ist nicht alle Tage, dass man da so viele verschiedene findet und auch seltene. Also top. Die verschiedenen Hexenröhrlinge und dann vor allem der Bronzeröhrling. Das ist doch ein wunderbarer Pilz. Also für mich das absolute, das allerbeste, was man bald finden kann. Da kann mir noch so, können mir noch so viele Morscheln oder was weiß ich ankommen. Der Bronzeröhrling bleibt bei mir Nummer 1. Ist so ein schöner Pilz. Ja, und Tom, jetzt hat es ja viel geregnet, jetzt soll es trocken bleiben und warm werden. Wie ist denn so deine Aussichten? Wie wird es jetzt mit dem Herbst, mit den Pilzen? Ja, wir brauchen natürlich immer wieder noch ein bisschen Niederschlag, also ein bisschen Regen, der auch im Wald ankommt. Der muss natürlich auch hier unter die Laubstreu kommen, denn wenn das jetzt hier ein paar Tage warm bleibt, es wird schneller trocken, als man gucken kann. Und dann geht das natürlich wieder bergab mit den Pilzen. Aber das wollen wir natürlich nicht hoffen und es ist ja auch immer wieder ein bisschen Regen gemeldet. Ja. Und ich denke mal, spätestens der Herbst wird sicher wieder sehr gut und ich hoffe auch, dass es so gut weitergeht. Also, raus mit euch, geht nach Steinpilzen suchen. Es gibt momentan so viel zu finden, auch abseits der Steinpilze. Könnt ja auch mal beim Daniel vorbeischauen, der hat heute erst wieder ein tolles Video gemacht mit verschiedenen Pilzarten. Genau, das ist dann nicht nur Röhrlinge, da habe ich dann mal so ein paar mehrere Arten, alles was mir so vor die Flinte kam, mal abgefilmt, bisschen ein paar Merkmale gezeigt, also so bunte Mischung auf jeden Fall. Ja, wird es bei mir die Tage auch wieder geben, aber heute mal speziell die ganzen Röhrlinge, weil es sich so toll angeboten hat. Und jetzt gibt es noch einen Blick in den Korb auf unsere tollen Funde.